mal wieder durch so eine Güllewolke gerannt. Die Schatze auf dem Friedhof. Also, ich will noch mal kurz zusammenfassen. Weil wir haben ja hier das wählende Niemandsland. Aber ich glaube, Temerien war, glaube ich, das hier alles. Nein, vielleicht nicht ganz bis hier. Doch, ich glaube, zwischen dem Ponter und der Yaruga. Ich glaube, der Fluss hier heißt Yaruga. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht heißt auch einer dieser Arme hier Yaruga. Auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall der Ponter. Und das hier ist auch nochmal ein wichtiger Fluss. Und hier zwischen ist der Temerien, weil hier ist ja auch Vizima und Velen grenzt ja nicht an Vizima. Deswegen das, und Weißgarten ist ja auch temerisches Land, also das hier ist ja alles Temerien. Deswegen denke ich mal, das Herzogtum Toussaint. Wobei, es ist ja nur ein Herzogtum. Temerien ist ja ein ganzes Königreich. Wenn man überlegt, so Novigrad, das ist ja auch ein ganzes Königreich. Und das ist, Toussaint ist nur ein Herzogtum. Warte mal, ich habe eine verdammt gute Idee. Sorry, aber es ist halt, ich bin Rollenspiel interessiert, deswegen. Hier sind nämlich irgendwie 3-4 Länder. Und eins ist irgendwie, geht nur bis hier, eins geht bis hier, eins ist so groß, also hier sind 4-5 Länder, also tatsächlich. Hier erinnere ich mich noch dran. Weil irgendwo hier ist Kovir. Ich denke mal hier an einer der wichtigen und großen Städte. Das ist, glaube ich, eine Hafenstadt, also ich glaube, das hier müsste Kovir sein. Und hier irgendwo ist eine Grenze und hier müsste, glaube ich, noch eins sein. Hier weiß ich nicht und hier hinten bin ich mir nicht sicher. Florida, keine Ahnung, Florida umgedreht. Könnte ein Finger sein, so hier mit den Gelenken. Des Totenmannes Finger und des Totenmannes gebrochener Finger. Und dann gucken wir mal Toussaint. Sagen wir mal etwa so groß. Das würde passen, dass es nur ein Herzogtum ist. Dafür, dass es kein Königreich ist. Also ist das hier alles ist schon Toussaint. Größer ist das nicht. Und die Hauptstadt von Toussaint ist Beauclair, wo wir halt hier nichts haben. Weil, das ist auch mal eine Frage im Moment. Das hier heißt natürlich Novigrad, aber hier steht ja auch nur so Novigrad. Also halt Novigrader Docks, klar. Aber hier steht ja nicht, dass das Novigrad ist. Deswegen. Ich habe übrigens im Laufe des Spiels angehört, nicht mehr Novigrad, sondern Novigrad zu sagen, weil das alle hier im Spiel so sagen. Obwohl ich mir fast sicher bin, dass es Novigrad ausgesprochen sein müsste. In den Büchern steht bestimmt irgendwo, wie man das richtig ausspricht. Ich weiß es auch nicht. Ja, deswegen, also das hier ist alles Toussaint und das die. Ja, Palast von Beauclair. Also. Ist das hier alles die Stadt Beauclair? Und das hier sind halt die Dörfer, die dazugehören, aber hier gibt es halt keine wichtige andere Stadt. Das macht es auch ein bisschen schwierig, weil wenn du keine anderen Städte hast, ist genauso wie Berlin. Berlin bestand ja mal aus, glaube ich, 2 größeren Dörfern. Ich will mich jetzt nicht in Unwahrheiten verstricken. Und hat ja immer mehr Dörfer annektiert sozusagen. Also es fing ja an, früher gab es ja mal Berlin und Köln. C-Ö-L-L-N. Oder C-O-E-L-L-N, je nachdem. Und die wurden ja dann gemerged, ich brauche ein deutsches Wort. Die haben sich dann halt verbunden und wurden dann zu Berlin-Köln. Und irgendwann dann nur noch zu Berlin, zu unserer mittlerweile Hauptstadt. Ist ja noch nicht lange unsere Hauptstadt. War ja früher auch mal Preußen. Das war also im Mittelalter, aber das glaube ich, dann kam ja auch mal Preußen und so weiter und so fort. Und dann kam ja zu Berlin halt immer mehr Bezirke dazu. Die vorher halt einfach Dörfer oder Kleinstädte waren, also Treptow-Köpenick war, glaube ich, nicht immer Berlin. Beziehungsweise Köpenick vielleicht schon, aber Treptow nicht. Ich weiß es nicht, ich kenne mich im Osten nicht aus. Aber da hat es gerade bei mir im Kopf geklingelt, deswegen diese Vermutung. Okay, hier ist nix. Oh Majoran, wäre mein Geist doch so willig wie mein Fleisch schwach ist. Wäre mal mein Fleisch so willig wie mein Geist. Nee, das ist so stark. Wäre mal mein Fleisch so willig, wie mein Geist schwach ist? Nee. Wie mein Geist stark ist, ja. Das würde zumindest bei mir Sinn ergeben. Ich bin ja relativ geistesstark. Das klingt voll arrogant, oder? Ich bin geistesstark. Man kann auch denken, ich bin geisteskrank. Ja, gut. Müsste das nicht irgendwo hier im da schon. In einem Grab drin sein. Verfickt! Gesundheit. Machen wir es uns mal einfach. Ne, die kennen wir schon. Da haben wir nichts mehr mit der Mut. Wo ist die, Alter? Ach so, hier mit der Katze. Ich erinnere mich. Hallo? Tagung von Quail, einem Gärtner.
einfach eine wilde Katze. Tagebuch von Quell gerne. 21. Tag im Dienst. Götter, ist das öde. Hier gibt es wirklich gar nichts zu tun. Eine kurze Morgenrunde reicht, um alle Pflanzen zu gießen. Das Blumenbeet vor der Botschaft braucht auch nicht viel Pflege. Und so geht es Tag für Tag. Ist doch ein gut bezahlter Job dann. Vielleicht schaue ich heute in Saint-Sébastien vorbei. Spiele ein Ründchen Gwind. 22. Tag im Dienst. Ich hasse Gwind, ich habe einen Monatslohn verloren. Ja, das ist selbst schuld, wenn man spielsüchtig wird. Eigentlich auch den nächsten, eigentlich. Jetzt habe ich schön bei diesem Graubel Pellegrin. Pellegrin? Sagt mir was. Der versteht bei sowas keinen Spaß. Ich muss irgendwie ein paar Florons zusammen. Kürzel, jetzt geht das für mich aus. Das sind nilfgaardische Florons, ne? 24. Tag im Dienst. Ich habe gehört, wie der Botschafter seinem Sekretär Anweisungen gegeben hat. In den nächsten Tagen schicken sie einen Weintransport für den kaiserlichen Hof zusammen mit nicht genutzten operativen Ressourcen. Ich schätze, damit ist ein Sack voller Florons gemeint. Operative Ressourcen? Das klingt irgendwie nach Wachen. Solche Informationen könnten einem Knaben aus den richtigen Stadtteilen Vermögen wert sein. 27. Tag im Dienst. Graubel Pelikan hat die Eskorte der Karawane geschlachtet und die Fracht geklaut. Er besaß die Stimme, mir ein volles Geldsäcke in die Botschaft zu bringen. Das sei mein Anteil. Ich spucke auf sein Geld, aber ich fürchte, ich werde es noch früh genug brauchen. Ja, muss er von seinem, also hat er ihm seinen Anteil, seine Schulden erlassen und ihm noch bezahlt? Oder hat er ihm, hätte er noch Schulden bezahlen müssen? Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Seit der alte Ralf tot ist, kauft ja doch niemand mehr Übertöpfe aus Holz. Seine Werkstatt ist das ideale Versteck. 29. Tag im Dienst. Graubel hat mir aufgetragen, in der Botschaft die Augen nach der nächsten geplanten Karawane offen zu halten. Ganz beiläufig hat er hinzugefügt, dass der Wachkommandant sicher schockiert wäre, von meiner Rolle beim vorigen Überfall zu erfahren. Ich hatte die Route der Karawane aus dem Büro des Sekretärs gestohlen. Das war der Preis, den ich für meine idiotische Idee bezahlen musste, mit Graubel Pellegrin zusammenzuarbeiten. 31. Tag im Dienst, also ein Monat gerade nur. Die Karawane ist aufgebrochen. Diesmal wird sie von Arnold Blume eskortiert, dem Kommandanten der Botschaftswache. Graubels Männer wissen nicht, dass ihnen ein Kampf gegen Elitesoldaten bevorsteht. Das ist smart. Wenn er es erfährt, wird es Zeit, von hier zu verschwinden. Ich müsste genügend Erspartes haben, um irgendwo weit, weit weg nochmal von vorne anzufangen. Mecht scheint mein gutes Ziel zu sein. Mecht ist quasi Holland, beziehungsweise sogar die ganzen Nieder. Nee, ich glaube nur Holland. Also sagen wir einfach mal, wie nennt man das? Das Niederländische Reich? Nennt man das so? Die Niederländer waren ja wirklich mal mächtig. Mit Wilhelm. Ist so ein Witcher-Begriff. App, Fahr, irgendwas Holländisches. Wilhelm von Oranje. Wilhelm der Orangen. Achso, ich laufe schon wieder in einer Quest hinterher, die ich gar nicht verfolgen wollte. Großwildjäger haben wir jetzt noch. Sprich mit Graf Beledal. Oh Gott, wo ist der schon wieder? Okay, bei Castel Ravello. Hast du die Skellige-Inseln gesehen? Ja, da sind meine Homies. Ich habe dafür gesorgt, dass die Königin gewählt wird, ihr Bitches. Sie ist mir immer noch sehr sympathisch. So. Muss ich mal kurz kratzen. Plötzlich hat man wieder keinen Bock. La Mer, mein Freund, das weiß doch jeder. La Mer. La Mer. Kann er die nicht. Das kennt man. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Halb 3:30 sein, weil mein Nachbar gerade nach Hause kommt. Kommt immer um die Uhrzeit nach Hause, er hat Spätschicht. Mit einer Nachtschicht. Ich glaube, der geht auch erst um 10 arbeiten. Dafür muss er keine 8 Stunden am Stück arbeiten. Also eigentlich ist es. Und er verdient viel mehr als einer im gleichen Beruf am Tag verdient. Also. Kann Luxus sein, kann auch Stress sein. Komm doch mal her! Bitte! Ohne Lohn rührt sich nicht mal ein Pferd. Weinhändler, warte mal, was hat der da für ein Symbol? Ich kann halt nicht erkennen. Soll ich eine Karawane beschützen? Das wäre jetzt interessant. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Oh. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig, wie Hunde, wie Schweine, schwarz und haarig, spinnen alles ein.
Ach, wir reden, ich wollte gerade sagen, spinnen alles ein, was das denn ist. Sie spinnen alles ein. Nenn sie, wie du willst. Sie benetzen alles Hauptsache, mit ihrem Netz. Du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Das Wichtigste zuerst. Reden wir das über mit der Belohnung Ruhe. Aus Hearts of Stone fand ich aber tatsächlich besser. Dieses Gefeitsche geht mir richtig gegen den Strich. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Ich hätte einen merkwürdigen Bart. Beinahe geschafft. Oh ja. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Oder bei der Mutti. Oder bei der Brutmutter. Ah, ein Winzerauftrag. Jetzt ist die Frage, wenn es ein Winzerauftrag ist, dann entweder mache ich den Weinhandel der Unrittergatte. Ja, mit dem Führgrund. Bin ich eigentlich eher grünes Färbemittel für Rüstung halten? Ja, ist doch wurscht. Kann natürlich sein, dass ich entweder einfach nur den Weinhandel wieder ein bisschen ankurbel. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich jetzt hier irgendwie das Geschäft so ein bisschen durcheinander bringe. Also, dass ich mir vielleicht sogar Feinde mache. Indem ich halt Weingut helfe und Weingut ist noch nicht. Wir haben ja auch schon so eine Quest. Könnte aber auch natürlich sein, dass ich für mein eigenes Weingut auf Corvo Bianco, ich immer noch nicht gegoogelt habe, was Corvo bedeutet, das vielleicht so ein bisschen das Vorteil ist, dass ich vielleicht wieder Wein anbaue. Jetzt, wo ich das Geld nicht mehr brauche eigentlich. Ich hasse Spinnen. Wobei, ich habe keine Angst vor Spinnen, ich hasse aber Spinnen. Ich finde sie furchtbar eklig. Aber ich habe kein Problem damit, sie anzufassen. Ist das widersprüchlich? Ich glaube schon. Kommt auch immer auf die Spinne an. Also so eine große sowieso nicht. Also so groß wie ein Hund oder wie ein Schwein. Wobei, da wäre es vielleicht noch cool, wenn die zahm wäre. Und dann wie so ein, halt auch wirklich wie ein Schwein. Ein Schwein würde ich auch streicheln. Also warum geht dann keine Spinne? Oder ein Schwein? Das wäre cool. Die halbe Nacht nicht pennen, wenn eine Spinne im Zimmer hat, die nicht los wird. Bei mir ist es halt, also als Beispiel, wenn jetzt eine Person, vorzugsweise Frau, Angst vor Spinnen hat, dann habe ich kein Problem damit, diese Spinne zu entsorgen. Meistens ist es ja dann auch so, aber nicht töten! Aber dann ist es auch wieder die Sache, dann bringst du die Spinne raus, hast du nicht getötet, dann, die kommt auch nicht wieder! Ein Glück ist Marcel da nicht so. Marcel, der schlottert dann und hält die Fresse. Also wenn Marcel einen zu viel labert, muss man ihm einfach nur ein Foto von einer fetten, also es reicht schon ein Foto von einer fetten Spinne zeigen. Nein, auf den Sack geht, ist das echt ein Wundermittel. So. Jetzt ist hier halt so ein Symbol. Vom Schreiber. Ich dachte, das ist eine Flasche, eine Weinflasche. Mal gucken. Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Ja, vor allem den Göttern. Jetzt bin ich gespannt. Bist du schon lange im Wein? Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden, aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit und keiner beschwert sich. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Ein sehr schlechter Grund. Ich wollte was kaufen.
Vielleicht auch was für. Habe ich schon immer so einen geilen Riemen um die Schulter für meine Schwerter? So einen richtig fetten aus Metall? Ah, okay, ich habe einfach einen fetten, wichtigen Alchemiehändler. Ja, Alchemiehändler kommt hin. Gefunden. Ist natürlich nicht schlecht. Toll, den Sattel will er natürlich nicht. Arsch. Aber den brauche ich auch nicht. Ist mir jetzt im Nachhinein mal klar geworden. Da ich ja meinen Geralt-Sattel habe. Ich mache mich wieder auf den Weg. Bis dann.